So, und zurück bei Bad Company 2. Weiter geht's hier in diesem komischen Haus, was wir jetzt uns, wo wir uns jetzt verteidigen müssen. Und ja, würde ich mal sagen, los geht's. Ja, das Reden fällt mir irgendwie so ein bisschen schwer beim Zocken. Also zumindest hier bei Bad Company 2. Ich weiß auch nicht warum. Irgendwie einfach zu viel Schiss wahrscheinlich drauf zu gehen, mich mal wieder hier zu blamieren, ey. Wie es in diversen anderen Spielen auch so war. Oh, da habe ich noch schön mitgezogen. Irgendwo rechts ist noch einer. Er hockt da irgendwie. Was ist denn für ein dreckiger Camper? Okay, down ist er. Nee, ist er nicht. So, jetzt aber. Ach komm, was willst du denn eigentlich? Bäh. Oh, wie der lebt noch. Oh, guck, das ist so geil, einfach, dass man die ganze Deckung da. Ach, oh, das ist Hammer. Gerade im Internet, ey. Wenn die ganzen meinen, sich irgendwie in Häusern zu verstecken, ja, dann nimmst du mal einen Panzer, dann fährst du da mal hin. Und dann schießt du da mal schön drauf und dann ist das Haus weg und dann ist der Typ da hinten auch weg. Oh, das finde ich einfach so Hammer in diesem Game. Wow, da kommt ja noch einer. War's das? Ja, nein? Boah, eher nein. Kümmert ihr euch schon mal um den jetzt. Dann kann ich schon mal alle Ruhe hier hoch, die Panzerfaust holen. Ja, ich bin da schon dabei, mein Gott. Ach, jetzt geht das wieder los, ey. Jetzt kommt wahrscheinlich so ein übelster Luckshot. Das wär's zumindest jetzt. Gerade wenn ich eine Aufnahme hab. Ey, das habt ihr jetzt bestimmt nicht gesehen wegen der Quali. Das war ein Zentimeter daneben, ey, das ist ja nicht wahr. Ja, Mann, Treffer. Hey, warum sind die Typen hier aufgetaucht? Vielleicht um sicherzustellen, dass wir nicht zu Aguirre durchkommen. Ich sag's euch, er muss noch am Leben sein. Wie lautet der Plan? Uns hier rauszubringen? Ich sagte nein. So, nehmen wir uns noch eine Pumpe mit. Finden wir ein Fahrzeug. Man weiß ja nie, was so passiert. Ja doch, ich weiß eigentlich schon, was passiert. Aber naja. Jetzt kommt auch noch eine lustige Stelle hier mit dem Boot. Kann ich mal wieder schön leise sein. Subi. Hallo, ich würde hier gern. Ah. Machen wir mal eine schöne Bootstour. Haltet einfach die Augen. Aber die Sache mit dieser Waffe. Glaubst du, Brainwood sagt uns alles? Woher soll ich das wissen? Ich bin Soldat. Kein Special Ops. Okay, ich hab da so eine Theorie. Hört mal zu, wenn die Typen von eben Paradox der sind, müssen sie von jemandem bezahlt werden. Von wem? Das ist die Frage. Ich schätze, es ist jemand, der an Aguirre interessiert. Scheiße. Habt ihr das gesehen? Vielleicht Vögel. Keine Ahnung. Kann sein. Es geht einfach weiter. Ich hab was gesehen. Wir beobachten uns. Warum beobachten wir uns? Warte, ich hab's auch gesehen. Vorne ist was. Ja, der Busch bewegt sich. Seht ihr? Nein. Vielleicht. Weiß auch nicht, ist egal. Marlo bringt einfach hier raus. Oh, jetzt kommt auch noch so perverse Stelle. Eines Tages besuchen wir mal einen Ort wie den hier und schießen nicht auf die Einheimischen. Ja, bestimmt. Oh, ich fand das beim ersten Mal, wo ich das gesehen habe, so Hammer. Aber man konnte sich irgendwie schon sowas denken, ey. Ich weiß auch nicht. Na komm. Ist der down? Hm. So.
Jetzt müssen wir... Ach ne, links steht auch noch einer. Shit. Wo ist der denn? Hä? Da. Natürlich so ein fetter Typ in der Pampe. Ey Leute, das sieht doch aus, als würde er noch leben, oder? Lol, was ist das denn? Ey, gebt euch das mal. Boah, scheiße. Nur wegen so einem Mist gehe ich jetzt wahrscheinlich noch drauf. Ich sehe den gar nicht. Ah, durch den Busch erschossen. Ey, der Typ flasht mich ja mal übelst. Hockt er da? Und tut so, als wäre er gar nicht da. Und ist er auch ja gar nicht. So, kleiner Tipp, wenn man hier links hoch geht, da findet man so eine... Wie heißen diese Teile? Auf jeden Fall, die man die Satelliten ablenkt, genau. Wenn man da links hochgegangen wäre, da ist eins. Das werde ich auch in jedem Kapitel so sagen, zumindest... wo ich es noch weiß. Ich glaube, in der Map gibt es auch nur zwei von und der nächste ist ja direkt hier auf dem Weg jetzt, wenn man hier lang läuft. Meine ich, war der hier. Genau, irgend so was war das. So, und jetzt kann ich endlich meine Sniper nehmen, ey. Ja, ich bin ein kleiner Sniper. Ich stehe dazu. Ich mag das total. Was nicht heißt, dass ich irgendein dreckiger Camper bin, weil im Internet spiele ich eher immer mit Sunny. Also zumindest in letzter Zeit. Jo, jetzt kann's losgehen, ey. Ich nehme auch nicht die Noob-Sniper, sprich die, wo man die ganze Zeit durchziehen kann. Das ist ja nur was. Wer macht denn sowas? So, Headshot. Und immer dieses Zwischenladen, ey. Boah, ich liebe das so. Komm, durch die Wand. Zack. Waren da nicht immer drei drinne? Oh, ich weiß es nicht mehr. Na, den nehmen wir noch mit. So. Zack. Auch down. Okay. Oh, ich liebe es zu snipen, ey. Ich stehe dazu, ganz ehrlich, Leute, ich stehe dazu. Na, der hat doch noch gelebt, ey. Langsam kann man sich nicht mehr irgendwie denken, ob noch einer lebt, nach dem Fehler eben da. Naja. So, und jetzt gibt es erstmal wieder eine kleine Bootsfahrt. Oh, das sieht auch so geil aus. Ja, lauter kleine Spielereien. Sorry, muss so sein. Oh, ich habe die Kurve mal richtig gut gekriegt. Normalerweise fahre ich da immer gegen. Ja, Esquire muss hier durchgekommen sein. Sonst hätten sie die Patrouille hier nicht aufgestellt. Geht vor, Hergen. Oh nein. Das ist der Arschloch. So. Nö, da fehlt doch einer. Oh, ich liebe die Pistole, ey. Ich bin ja eh so ein Pistol-Typ. So, Headshot. Ist der da noch, oder? Ah, okay, er war da noch. Jetzt nicht mehr. Wo kommst du denn her? So, der ist auch down. So, mal schnell nachladen. Die Knarre auch. Oh, und dieses Geräusch, ich liebe es. So, die Sprengladung nehmen wir mal schön mit. Die können wir nämlich gut gebrauchen. Eigentlich ist es unnötig, aber... Naja. Kommt der jetzt schon, oder... Oh, na toll! Das hat ja echt genial funktioniert. Ich dachte, man müsste erst um die Ecke gehen und dann wird er erst anfangen loszufahren. Und ich sehe gar nichts. Boah, der
Shit, stehen sie überall. Und wieder laufen meine Leute mir genau ins Visier, ey. Das ist... Ah. Ich meine, gut, da kann das Spiel ja nicht wirklich wie was für, aber... Nerven tut's trotzdem. So, egal, weiter geht's. Das tut uns jetzt auch nicht an. Von abhalten. Oh, Mist, ey. Das wäre ja richtig assi gewesen. Hier, schenke ich dir. Oh Gott, schlecht, schlecht, schlecht. Hä? Wo kommt der denn her? Und irgendwie treffe ich gerade überhaupt nicht. Und hinter mir... Nee, hä? Wo kam der Schuss... Oh, okay, doch, da steht einer. Ah, ich muss mich erstmal wieder in das Spiel so reinfuchsen, ey. Oh, ich darf nicht die Zeit verpeilen. Und erwischt, ey. Zack. So, das ist einer von mir. Oh, den wollte ich jetzt mir gerade schnappen. Was das? Was das? Ja, oder? Ah, sieht so aus. Okay. Hey, wo ist der denn, der Leute? Bin ich irgendwie blöd? So, erledigt. Schaffe ich das hier noch? Scheiße, ich denke nicht. Sichere die Zugangsstraße. Okay. Ah, das war schlecht, ey. Na, boah, sogar noch erwischt, den Typ. Hä, wo ist denn einer jetzt hin? Zack. Ins Gesicht, aber richtig schön rein in die Fratze geballert, ey. Ich find's voll lustig, dass man die Knarre, die kriegt man ja erst im dritten Kapitel oder so. Wundert mich voll, dass man die nicht direkt am Anfang schon hat. Naja. Ist egal, ich finde die auf jeden Fall cool. Aber es gibt, leider nur, also in der Kampagne zumindest. Oh, habt ihr das gesehen? Durch die Wand hatte ich ihn erwischt schon, ey, wie krass. Das war edel, also das war wirklich edel. So, habe ich die Hütte mal gerade auseinandergenommen. Nein! Oh, shit! Nein! Scheiße! Oh Mann, die Steuerung, ey! Oh, Dreck! Ja, ich spiele jetzt nochmal bis davor und dann geht's am nächsten Part. Weil ich wollte den durchs Fenster messern. Ihr habt euch wahrscheinlich gedacht, was ich vorhab. Falsche Taste gedrückt. Oh, Dreck. Ja, guck. Und genau, Leute, genau deswegen meinte ich mit, wo ich im ersten Part gesagt habe, diese Noob-Fehler, die wahrscheinlich passieren werden. Ach, Dreck. Scheiße. Ah, ich wollte einen Double-Kill versuchen. Ja, das war schlecht. Ja, ich beende jetzt schon mal den Part, spiel bis dahin vor und dann geht's ab da weiter. Bis dann, Freunde.